Also der Josephi-Bock vom Kloster Reusberg aus Sachsenraum ist für mich eines der besten Bockbiere, die wir in Oberbayern haben. Es ist ein untergäriger Bock mit 6,9% Alkohol, 17% Stammwürze und kommt vom Kloster Reusberg. Das ist gegründet worden 1652, ein Franziskanerinnenkloster, und seit 1677, das steht auch hier drauf, ist es eine Klosterbrauerei. Und die machen ein fantastisches Bier und ist ein Bock, den wollen wir jetzt mal verkosten. Ah, wir haben eine wunderbare bernsteinfarbigen Sud, feine Schaumbildung, angenehmes Aroma, wunderbar süß und duftig, flaumig mit Karamellnoten, Malz ist auch sehr betont, weich und nicht zu säurig. Ein sehr cremiger, süßlicher Geschmack, durchsetzt mit dem Hopfen. Ein weicher Abgang und die dezente Kohlensäure, die belebt das Ganze. Und es bildet sich im ganzen Mund- und Rachenraum so ein richtiger Aromafilm aus. Und der bleibt auch einigermaßen da. Ein sahneartige Textur. Das Bier hat wirklich was Dessertartiges an sich. Also ich würde sagen, für den Josephi-Tag ist das ein hervorragendes Bockbier. Das kann ich nur empfehlen.